Ich weiß, was ihr da draußen braucht. Ihr braucht mal was Cooles, was Sommerliches, was Frisches, was Neues. Irgendwas, was euch gut tut. Und ich habe das, was euch gut tut. Nämlich Volker Stoffers ist wieder am Start für Emilio Adani. Und heute geht es um das Thema Outfits mit Hemd, Strick, Sakko, Leder, Hose, Chino. Und es gibt da auch eine ganz, ganz tolle Aktion zu, aber dazu später mehr. Ich habe heute mein Lieblingssakko angezogen. Leinen, Wolle, Viskose, super leicht und wirklich ein gut geschnittenes Sakko sollte in einem Kleiderschrank für diese Saison einfach dann liegen. Das Ganze habe ich jetzt hier kredenzt mit einem Baumwollhemd. Und das ist so ein bisschen Art Tom Selleck, aber ein bisschen cooler gemacht. Nämlich so ein grafisches Strelitzier und in so einem dunklen Fond. Sieht einfach dann als Bruch toll aus zu dem Sakko. Das Ganze wieder mit meinem Lieblings-T-Shirt mit der Bio-Baumwollware. Irre. Dann die perfekte Jeanshose dann dazu. Die können wir natürlich auch wieder wechseln. Die hatte ich in meinem letzten Video an. Die kam richtig gut an. Das hat mich sehr gefreut. Sah aber auch, finde ich, auch echt mega spitze aus. Und hier seht ihr eigentlich schon, wie so die ganze Farbrange wieder abgeht bei Emilio Adani. Da haben wir diese dunklen Blautöne mit Sand etc. Ja, aber jetzt habe ich hier natürlich so ein bisschen ein offizielleres Sakko an. Also etwas so ein Urban City Style, wie den im Fachjargon bei Emilio nennen. Das Ganze kann ich halt auch total schnell wechseln und dazu brauche ich die nächste Zutat und das ist eine mega Lederjacke. Ganz frisch bei uns ausgeliefert. In so einem richtig tollen Blau. Lässt sich super kombinieren. Hier ist mal wieder ein Etikettchen. Ah, herrlich. Ich finde das immer so irre bei Emilio. Man zieht einfach irgendwie so ein, wechselt eine Zutat und man wird irgendwie ein anderer Mensch. Ja? Man fühlt sich dann anders in der Lederjacke, man kriegt sofort einen Drive. Hier fühlt man sich sofort ein bisschen mehr gestreckt in einem Sakko. Ich finde das immer irre, was Mode so aus Männern machen kann. Ja? Also diese Lederjacke ist die Waffe zum Stylen. Entweder mit Chino, mit Jeans, mit Blautönen, mit Farbe. Kann ich euch nur ans Herz legen und was wirklich super ist, ich kann den Style auch hier nochmal verändern, indem ich die Kapuze einfach raustrenne und habe dann wirklich eine schlichte Lederjacke mit einem perfekten Style. Herrlich. Ist mir das jetzt hier zu wild, kann ich auch hier auf die Variante Light gehen. Ganz, ganz tolles grafisches Muster hier auch nochmal eingearbeitet. Das ist jetzt eine Baumwoll-Stretch-Ware von Emilio, die ist auch toll. Und hier nochmal an dieser Stelle diese Krempeltechnik. Also, pass auf. Hochnehmen bis bitte Bizeps und dann hier einschlagen in der Ellbogenbeuge. Das darf dann mal ruhig so ein bisschen lässig, flockig einfach aussehen. Aber wichtig ist einfach, dass ihr beim Krempel nicht hier unten anfangt. Da bekommt ihr dann nachher so ein Schwimmflügelchen. Ja, also nochmal hochnehmen, einschlagen, fertig. Und das ist immer eine richtig gute Geschichte, wie ich aus dem Langarmhemd dann einen Kurzarm mache. Top. Ja, und dann diese Strickhüllen, die machen den Look dann wieder total entspannt. Schön. Ganz leicht, super soft, kuschelig. Und hier kann ich wirklich alles super miteinander kombinieren, weil die Farben auch so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ich liebe das. Ja, und dann gibt es noch mal ein paar andere Zutaten. Und zwar könnt ihr dann je nach Fasson, wenn euch dann die Lederjacke zu blau ist, dann nehmt ihr einfach die Allzweckwaffe in Asphaltgrau. Sabrina? Mega. Ja, mega. Ja, ich glaube, das läuft, ne? Ja, das läuft richtig gut, wieder, ne? Wirklich. Ja, ich bin auch schon wieder. Du bist schon wieder richtig in Fahrt, wirklich. Ja, jetzt fehlt nur noch mal hier wieder. Guck mal hier. Für den richtigen Sommerlook. Zack. Was hast du denn noch da? Komm. Die beige Jacke. Das ist jetzt so ein Sand. Ich finde beide Farben toll. Nehmt einfach beide mit, wenn ihr gleich hört, was ihr für eine Aktion da bekommt. Dann müsst ihr eigentlich auch echt zugreifen. Ja, und wie immer, 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 der Volker Stoffers Gedächtnis-Hoodie. Das ist ja schon geworden. Weil so viele sind davon nicht mehr da, weil ich ihn schon so oft angeboten habe. Aber ein paar könnt ihr noch wirklich jetzt hier in der Aktion noch mal reißen. Reißverschluss an der Seite, diese trockene Reiskornware, die ist einfach wirklich da nochmal wirklich ein Hit. Und das Ganze wieder mit unseren Jeanshosen oder mit Chinos dann kombinieren, quer kombinieren, macht euch den Warenkorb voll. Wir haben auch aktuell wirklich diese wahnsinnige Aktion auf das erste Teil,
gibt es 10%, auf das zweite 15% und auf das dritte Teil 20%. Immer zu euren Gunsten das Teil, das heißt, das teuerste kriegt auch den höchsten prozentualen Rabatt und dementsprechend nimmt 9, 12 und so weiter, ja, macht euch den Warenkorb richtig voll. Es ist wirklich alles so angerichtet, dass es ihr das quer kombinieren könnt. Ganz, ganz viel Freude damit. Lange Arme, lange Beine, darauf ist die Aktion ausgerichtet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und bald die Folge 14. Nicht verpassen.